Und dann sind schon die Viecher und warten auf uns. Ich glaube, Lily hat es gerade schon erwischt. Einmal. Okay. Die Sphären sind alleine nicht wirklich gefährlich. Hier denn jetzt durch? Nein. Ich frage mich, wie man da runterkommen soll, um den einen zu töten. Wow. Ring des höchsten Blockens. Lydia? Ich gebe euch Deckung. Was hältst denn du davon? Vom Ring des höchsten Blockens. Was hat sie aktuell für einen Ring? Geringe Ausdauer, ja. Ich glaube, der Ring des höchsten Blockens ist wesentlich besser für jemanden mit einem Schild. Ihr geht vor, ich folge. Na klar. Kennen wir ja schon. Was glitscht da vorne rum? Okay, hier ist eine leere Truhe. Ups. Ich habe gerade ein Zahnrad mir geholt. Ja, da. So, jetzt ist alles wieder gut. Komisches Ding. Okay. Vorsichtig weiter. Wir sind fast da. Ich oh Mann, oh Mann. Irgendwas stimmt hier nicht. Definitiv stimmt hier irgendwas nicht. Wartet. Wartet? Und dann war es, glaube ich, auch schon zu spät. Oh oh. Ja, das sind Fallen. Und das ist eine extra fiese Falle. Oh, sie hört auch noch nicht auf. Hört sie jemals auf? Oh, und da ist der nächste gestorben. Das Gute ist, dass ich weiß, wie man daran vorbeikommen kann. Lydia anscheinend nicht. Gibt es irgendeinen Schalter oder so? Ja. Der schaltet das dann aus. Meine Güte. Und das war beobachtet die Wurzeln. Das Schwanz sich immer noch leicht bewegt. Was überhaupt nicht merkwürdig ist. Und weiter geht es. Ich finde es gut, dass sie uns so ein bisschen gewarnt haben mit dem Wartet. War irgendwie klar, dass es dahinter nur noch gefährlich. Oh oh. Der sieht so aus, als würde er jederzeit zum Leben erwachen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht. Lydia, ich auch nicht. Da ist nämlich der nächste Tote. Ja, das war so klar. Das war so klar, das war so klar, das war so klar, dass ich Vulkanglaspfeile dabei habe. Oh boy. Oh yeah. Mal ein Stück vorwärts. Nicht, dass das Ding explodiert, okay. Und so ein riesiges Teil würde wahrscheinlich eine Explosion machen, die mich einfach dahin richtet. Okay, also sie haben den erweckt. Keine Ahnung, bei denen ist der wacht und bei mir ist der wacht. Das war Brea. Bleibt nur noch eine übrig. Oh Mann. Ich glaube, wir sind da. Ein Schlüssel? Wir hatten einen Schlüssel. Oh. Wir hatten ja das Ding. Ach so. Das war der letzte, ne? Ne, eine Person fehlt da noch. Ah, war das nicht... War nicht eine Person, die überlebt hat oder so? Bin gerade verwirrt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
glaube, irgendwie sowas in der Richtung war. Kahnglashandschuhe, das ist besser als das, was ich gerade habe. Was habe ich denn für... Ah, okay, mehr Schaden. Aber die Vulkanglas-Handschuhe sind natürlich noch mal ein bisschen besser. Aber ich müsste dafür erstmal die Sachen verzaubern. Und mehr war hier jetzt nicht. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Okay. Ja, und hier ist die Tür, die verriegelt war. Ja, das ist alles wieder in Ordnung. Gehen wir hier schnell wieder raus, hä? Los, schnell weg hier. Welche Richtung war das? Die Richtung, glaube ich. Dann da lang. Ja, hier konnte man auch sitzen. Und dann, wie ging's hier weiter? Da, durch den kleinen Tunnel. Anderes Gebiet. Achso, und dann hier seitlich hoch, stimmt. Das war ja so ein abfallendes Gebiet. Oh Mann. Da geht's weiter. Ich erkenne gar nicht die Höhle vor lauter Stein nicht. Ich weiß nicht. Okay. Was ist denn da gerade zu dann? Das wird irgendwie ein... aua. Eine kleine Wassermühle sein. Da geradezu. Und der Questmarker, wie weit ist der weg? Achso, da. Okay. Das ist ein bisschen weiter. Hey, der Hirsch von vorhin. Falls es derselbe ist. Rennen wir dem mal hinterher. Oder, naja gut, er ist zu langsam. Rennen wir einfach an ihm vorbei. Noch mehr Bären. Wow. Das Fußrohr da war gerade irgendwo. Oder das Fußrohr war gerade nicht so, wie es sein sollte. Au, 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 au. Aua, meine Güte, was ist denn da los gewesen? Der hat mich gerade einfach fertig gemacht. Ganz einfach. Teil, weil ich die falsche Ausrüstung dabei hatte. Zum anderen Teil, weil ich keine Ausdauer hatte. Zum dritten Teil, weil es geleckt hat. So, dann machen wir das jetzt nochmal richtig. Wenn er jetzt überhaupt nochmal da ist. Drüben. Okay, er rennt weg. Da drüben irgendwas an. Sollten die Typen hier helfen, vielleicht? Gut genug. Hallöchen, Ork. Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Wovon redet ihr? Das beste Skoma. Der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Ihr hättet nie herkommen sollen. Wer, was? Ganz zufällig einfach eine Frostbissspinne? Natürlich, warum nicht? So, was habt ihr zu verkaufen? Yay, was kann ich... Oh, ich kann ihm ganz viel Zeug verkaufen. Okay, auf geht's. Was können wir ihm alles verkaufen? Okay, er hat fast kein Gold. Super. So fängt's schon mal gut an. Zaubertrank des Verzauberers definitiv nicht. Okay, brauchen wir nicht. Das war's. Mehr kann ich ihm nicht verkaufen. Natürlich haben Skoma-Händler überhaupt kein Gold dabei. Warum auch? Es wäre ja zu einfach, wenn ich einen Händler treffen würde. Wenn ich einen Drogenhändler. Was auch sonst. Oh ja, ne? Eine Mühle. Ich habe nach euch gesucht. Oh. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich.
Lasst mal sehen. Ja? Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur, dass er ein Freund von euch sei. Mhm. Das war's dann wohl. Ich muss los. Wirklich? Nein, tut mir leid. Nichts. Lydia. Okay, jetzt haben wir einen neuen Brief. Jetzt findet mal den Brief. Die Hüter der Klinge? Habe ich das nicht schon gelesen? Müsste ja ein Brief sein, der hier noch nicht... Valmirs Befehle? Ich glaube nicht. Hä? Bin ich blöd? Ach, Brief eines Freundes. Denric. Mit der Machtdemonstration eures Tum in Dunkellichtturm habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Spaltsteinschlucht richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Wer auch immer das ist. Okay, damit haben wir wahrscheinlich ein neues Quest bekommen. Hey. Was ist los? Meine Eltern sind gestorben vor kurzem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, wir können ihn auch adoptieren. Das ist schon das dritte Kind. Wir haben aber immer noch kein Haus, also... Herzholz. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Hallöchen. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Nee, danke. Ist es denn schwer, eine Mühle zu führen? Ich bin ganz auf mich allein gestellt und habe ein Kind. Da ist es so gut wie unmöglich. Jetzt, wo Leifner nicht mehr hier ist, stecke ich wirklich ganz schön in der Klemme. Ich komme kaum über die Runden. Wenn es so weitergeht, halten wir bestenfalls noch ein, zwei Jahre durch. Dann werde ich die Hütte wohl verkaufen müssen. Was ist mit Leifner geschehen? Er sagte, er wolle ostwärts zur Grenze von Morrowind reisen, um ein wenig von unserem Getreide an Leute im Bruchhelmtal zu verschachern. Ich habe gewartet und gewartet, aber er kam nie wieder zurück. Vermutlich lebt er jetzt mit so einer Elfenhure zusammen. Mir kann er gestohlen bleiben. Okay. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, ich würde ihm gewiss die Meinung sagen. Ich könnte ja versuchen, ihn zu finden. Gut. Wenn ihr ihn seht, dann sagt ihm, Grostal lässt ausrichten, er könne ins Reich des Vergessens ziehen. Hier ist er nicht mehr willkommen. Okay, warum ist er ins Bruchheimtal gegangen? Nun, er sagte, dass ein paar Männer hier in der Gegend aufgetaucht seien. Sie hätten den Bauern erzählt, dass man dort einen guten Preis für die hiesigen Waren bekommen könnte. Leifner sagte, dass sie das Doppelte des üblichen Marktwertes zahlen würden. Der Haken daran war, dass er unser Holz dorthin bringen musste. Also ist nicht nur Leifner weg, sondern auch ein großer Teil unserer Vorräte. So ein Leifner. Und vergesst nicht, diesem Bastard zu sagen, dass ich seine hässliche Visage nie mehr wiedersehen will. Oh Mann, sie sollte vielleicht nicht so sauer sein. Es könnte auch sein, dass er getötet worden ist. Hier geht jetzt besser. Hey, ich würde doch nur mal kurz schlafen. Heißt es das Kind? Ist der Sohn von ihr und der sagt, seine Eltern seien gestorben? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das funktioniert. Nein, Kurier ist leid. Immer noch hier. Nichts. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Natürlich. Ihr müsst nicht auf uns aufpassen. Waren wir da drüben schon? Achso, das ist auf die andere Seite des Sees. Ich dachte, es wäre eine Insel oder so. Naja. Dann, würde ich mal sagen, hier in der Herzholzmühle. Ach, da ist sogar eine Brücke. Ja, würde ich mal sagen, das war Let's Play Skyrim. Ich bin Dennis oder ClassifyIP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!